Heute werden wir einige der erstaunlichsten archäologischen Entdeckungen der Welt erkunden. Von einem alten Megasteinbruch in Utah, der sich natürlichen Erklärungen entzieht, bis zu den Geheimnissen von Angkor Wat in Kambodscha, Göbekli Tepe in der Türkei und der Denisova-Höhle in Sibirien. Darüber hinaus werden wir uns mit dem Rätsel des Osirion in Ägypten und den Pyramiden von Gizeh befassen, deren wahrer Zweck ein Rätsel bleibt. Nummer 1. Anfang 2024 wurde in Utah, nahe der Grenze zu Arizona und nördlich des Monument Valley, eine überraschende Entdeckung gemacht. Forscher glauben, einen alten Steinbruch gefunden zu haben, einen Ort mit riesigen Sandsteinblöcken, der Archäologen und Geologen gleichermaßen fasziniert. Im Steinbruch werden riesige Sandsteinblöcke gefunden, von denen einige in allen Dimensionen bis zu 6,4 Meter messen und Hunderte von Tonnen wiegen. Diese Blöcke zeichnen sich durch ihre präzisen kubischen und rechteckigen Formen mit sauberen Schnitten im rechten Winkel aus. Die Genauigkeit und Größe dieser Blöcke stellen die Annahme in Frage, dass sie ausschließlich durch natürliche geologische Prozesse entstanden sind. Die Entdeckung hat zu mehreren Theorien über die Bildung dieser Blöcke geführt. Eine interessante Hypothese besagt, dass sie das Werk einer fortgeschrittenen antiken Zivilisation sein könnten. Diese Theorie wird mit anderen megalithischen Städten auf der Welt verglichen, etwa den riesigen Baalbek-Steinen im Libanon und den Pyramiden in Ägypten, die ebenfalls ein hohes Maß an Präzision aufweisen und den Einsatz fortschrittlicher Werkzeuge und Techniken nahelegen. Einige Geologen vermuten jedoch, dass natürliche geologische Prozesse die Entstehung dieser Blöcke erklären könnten. Die Natur kann geometrische Formen schaffen, wie in den sechseckigen Basaltsäulen des Giant's Causeway in Nordirland zu sehen ist. Das Ausmaß und die Regelmäßigkeit der Blöcke in Utah werfen jedoch die Frage auf, ob diese Präzision nur das Ergebnis natürlicher Kräfte sein könnte. Diese Stätte befindet sich innerhalb der Navajo-Nation, einer Region von großer kultureller und historischer Bedeutung. Das Navajo-Volk betrachtet dieses Land als heilig und die nahegelegenen antiken Petroglyphen zeigen humanoide Figuren und Spiralen. Es wird angenommen, dass diese Symbole den Glauben der Navajo an zyklische Zeit und transformative Ereignisse widerspiegeln, die Zivilisationen neu gestalten. Dieser kulturelle Kontext verleiht der Stätte eine weitere Ebene des Mysteriums und lässt darauf schließen, dass frühere Bewohner eine Rolle bei der Errichtung oder Nutzung des Steinbruchs gespielt haben könnten. Die Forschung erfährt immer mehr über die Ursprünge des Steinbruchs. Geologen analysieren die Mineralzusammensetzung der Blöcke und des umgebenden Gesteins, um festzustellen, ob besondere geologische Bedingungen zu ihrer Entstehung geführt haben könnten. Archäologen suchen nach Werkzeugen oder Artefakten, die auf menschliches Eingreifen bei der Modellierung dieser riesigen Steine hinweisen könnten. Die Auswirkungen dieser Entdeckung sind erheblich. Wenn sich herausstellt, dass die Blöcke von einer antiken Zivilisation geformt wurden, wäre dies ein Hinweis auf ein im präkolumbianischen Nordamerika bisher unbekanntes Maß an technologischem Fortschritt. Dies würde das derzeitige Verständnis der Fähigkeiten der alten Menschen dieser Region in Frage stellen und könnte Teile der Geschichte neu schreiben. Der in Utah entdeckte antike Steinbruch ist eine Stätte von großem archäologischen und geologischen Interesse. Unabhängig davon, ob die Blöcke das Produkt natürlicher Prozesse oder die Handwerkskunst einer alten Zivilisation sind, lädt uns diese Entdeckung dazu ein, unser Verständnis der Vergangenheit und der komplexen Beziehung zwischen Natur und menschlicher Innovation zu überdenken. Weitere Forschungen werden wahrscheinlich die Geheimnisse dieses rätselhaften Ortes lüften und neue Einblicke in die Geschichte der menschlichen Zivilisation und ihre Interaktion mit der natürlichen Welt bieten. Nummer 2. Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, eine riesige Tempelanlage, versteckt im dichten Dschungel Kambodschas. Dies ist Angkor Wat, das Herz eines alten Reiches und eine der rätselhaftesten archäologischen Stätten der Welt. In seinem Namen klingen Geschichten über Götter und Könige, Gerüchte über verlorene Zivilisationen und ungelöste Geheimnisse.
Angkor Wat wurde im 12. Jahrhundert von König Suryavarman II erbaut und ist nicht nur ein Tempel, sondern eine ganze Stadt, die einst das Zentrum des Khmerreiches war. Aus der Luft ähnelt der Komplex einem riesigen Mandala, einem heiligen Symbol im Hinduismus und Buddhismus, mit seinen 5 zentralen Türmen, die wie die Gipfel eines mythischen Berges aufragen. Aber noch faszinierender ist, was sich innerhalb seiner Mauern verbirgt. Wenn Sie Angkor Wat betreten, werden Sie von riesigen Flachreliefs begrüßt, die epische Geschichten aus der hinduistischen Mythologie und den Heldentaten der alten Khmer-Könige erzählen. Jeder Stein scheint eine Geschichte zu erzählen, jeder Schatten birgt ein Geheimnis. Dunkle, labyrinthische Korridore führen Sie zu stillen Heiligtümern, in die kaum Sonnenlicht eindringt und Statuen vergessener Gottheiten Sie mit steinernen Augen beobachten. Aber Angkor Wat ist mehr als ein Denkmal vergangener Größe, es ist ein lebendiger Ort, eingehüllt in eine Atmosphäre voller Geheimnisse und Wunder. Der Dschungel, der langsam seine Vorherrschaft zurückerobert, umhüllt die Tempel mit seinen Wurzeln und schafft eine surreale Landschaft, in der Natur und Architektur in einem ewigen Tanz verschmelzen. Der Komplex soll ein Spiegelbild des Mount Meru sein, dem Zentrum des Universums in der hinduistischen Kosmologie, und wenn man durch das Gelände geht, hat man das Gefühl, eine Schwelle in eine andere Welt überschritten zu haben. Forscher und Archäologen haben jahrzehntelang versucht, die Geheimnisse von Angkor Wat zu lüften. Wie konnte solch ein monumentales Bauwerk ohne moderne Technologie errichtet werden? Was führte zum plötzlichen Untergang dieser wohlhabenden Zivilisation? Jede Entdeckung wirft mehr Fragen als Antworten auf und verstärkt die Faszination und Aura des Mysteriums, die diesen Ort umgibt. Nummer 3. In den 1960er Jahren entdeckten Forscher der University of Chicago und der Universität Istanbul den Göbekli Tepe, doch anstatt ihn zu untersuchen, wurde er weitgehend ignoriert. Unnötig zu erwähnen, dass sich dies als großer Fehler herausstellte. Erst 1994 begannen die Ausgrabungen dank des deutschen Archäologen Klaus Schmidt. Dies war der Beginn von Göbekli Tepe, einem Bauwerk, das der erste Tempel der Welt sein könnte. Diese Stätte scheint unbedeutend zu sein wie ein anderer Hügel im Südosten der Türkei, aber es handelt sich tatsächlich um ein von Menschenhand geschaffenes Bauwerk, das älter ist als Stonehenge und die ägyptischen Pyramiden, die 11.600 Jahre alt sind. Vor dieser Untersuchung und Ausgrabung von Göbekli Tepe glaubten wir, dass die Menschen als Jäger und Sammler begannen, dass wir auf das Jagen und Sammeln angewiesen waren und dass wir dann lernten, Landwirtschaft zu betreiben, uns niederzulassen, Gemeinschaften zu gründen. Und als diese Gemeinschaften wuchsen, bauten sie Tempel und Tempelmonumente. Die Entdeckung dieses antiken Tempels verändert jedoch die Erzählung. In einer Zeit, in der so etwas Einfaches wie die Landwirtschaft noch nicht etabliert war, kommt der Bau von Göbekli Tepe eine Überraschung. Warum machte man sich damals die Mühe, einen riesigen Komplex mit über 20 Fuß hohen und bis zu 10 Tonnen schweren Steinsäulen zu errichten? Welche Bedeutung hat dieser Ort? Und wie haben Sie das ohne schriftliche Aufzeichnungen aus dieser Zeit geschafft? Wir haben keine Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten. Ein zeremonieller Ort? Ein einfacher Ort, um andere Jäger zu treffen? Die Wahrheit hinter Göbekli Tepe könnte die Geschichte der Menschheit verändern. Nummer 4. Eingebettet in das raue Gelände des sibirischen Altegebirges liegt die Denisova-Höhle. Diese Höhlen sehen von außen vielleicht nicht nach viel aus, aber sie sind einer der bedeutendsten Orte der Welt. Es war im Jahr 2008, als Forscher entdeckten, wie erstaunlich diese Höhlen sind. Tief in diesen Höhlen haben Wissenschaftler ein kleines Fragment eines Fingerknochens ausgegraben. Es scheint vielleicht nicht viel zu sein, aber spätere DNA-Analysen ergaben, dass er zu einer bisher unbekannten Gruppe alter Menschen gehörte, die später nach der Höhle Denisova-Menschen genannt wurden. Warum ist diese Entdeckung so innovativ? Nun, es führte uns in ein völlig neues Kapitel des menschlichen Stammbaums ein.
Zuvor kannten wir unsere Vorfahren des Homo sapiens und unsere nahen Verwandten, die Neandertaler. Die Denisova-Menschen zeigten uns jedoch, dass unsere Ahnenlinie viel komplexer war, als wir zunächst dachten. Genetische Beweise deuten darauf hin, dass Homo sapiens, Neandertaler und Denisova-Menschen nicht nur nebeneinander existierten, sondern sich auch untereinander kreuzten. Das ist richtig, die DNA moderner Menschen aus bestimmten Teilen der Welt enthält Fragmente, die von den Denisova-Menschen geerbt wurden. Aber die Denisova-Höhle birgt noch mehr Geheimnisse zu bieten. Neben Denisova-Überresten haben Wissenschaftler Artefakte und Hinweise auf die Besiedlung durch Neandertaler und Homo sapiens gefunden. Der vielleicht erstaunlichste Fund ist jedoch ein Armband aus grünem Chlorit, dessen Alter auf etwa 40.000 Jahre geschätzt wird. Dieses Armband zeigt Anzeichen eines fortschrittlichen Werkzeuggebrauchs und eines ästhetischen Gespürs und stellt unsere Annahmen über die technologischen und kulturellen Fähigkeiten der alten Menschen in Frage. Jedes in dieser Höhle entdeckte Artefakt, jedes Knochenfragment verrät etwas Neues über die Menschheitsgeschichte. Wer weiß, welche weiteren Geheimnisse in diesen Höhlen verborgen sind? Nummer 5. Das Osirion ist ein beeindruckendes antikes Bauwerk in Abydos, etwa 350 Kilometer südlich der großen Pyramide von Gizeh. Aufgrund seiner anspruchsvollen Architektur und einzigartigen Merkmale fasziniert und verblüfft dieses Bauwerk weiterhin Historiker und Archäologen. Einige spekulieren, dass es sich um das Werk einer viel älteren und fortschrittlicheren Zivilisation handeln könnte, deren Technologien über diejenigen hinausgehen, die traditionell den Ägyptern der Pharaonenzeit zugeschrieben werden. Eines der bemerkenswertesten Geheimnisse des Osirion ist seine besondere architektonische Gestaltung. Im Gegensatz zu den rechteckigen Bauformen, die für die meisten altägyptischen Tempel typisch sind, weist das Osirion eine komplexe L-förmige Konfiguration auf. Diese Abweichung von der Norm wirft interessante Fragen zu den Motiven und Zwecken seiner Konstruktion auf. Die Größe des Osirion ist wirklich erstaunlich. Massive, teils bis zu 100 Tonnen schwere Blöcke aus rosafarbenem Granit bilden den Kern des Bauwerks. Diese riesigen Steine wurden im etwa 200 Kilometer entfernten Assuan abgebaut. Die logistischen Herausforderungen beim Transport dieser riesigen Blöcke an einen Ort in der Wüste, weit weg vom Nil, sind außergewöhnlich. Die Fähigkeit, diese Steine ohne bekannte fortschrittliche Maschinen präzise zu bewegen und zu platzieren, stellt unser Verständnis der Fähigkeiten der alten Ägypter in Frage. Die Architektur des Osirion fügt eine weitere Ebene des Mysteriums hinzu. Das Gelände verfügt über ein komplexes doppelschichtiges Dachsystem und etwa ein Dutzend Kammern und weist ein Maß an architektonischer Raffinesse auf, das über das hinauszugehen scheint, was eine Zivilisation mit primitiven Werkzeugen erreichen könnte. Das komplizierte Design, einschließlich ineinandergreifender Keile und der präzisen Stapelung massiver Blöcke, lässt auf fortgeschrittene Ingenieurskenntnisse schließen, die man normalerweise nicht mit dem alten Ägypten in Verbindung bringt. Darüber hinaus weist die Verwendung von Granit, einem Material, das viel schwieriger zu bearbeiten ist als Kalkstein, auf eine technologische Kompetenz hin, die in historischen Aufzeichnungen nicht den alten Ägyptern zugeschrieben wird. Um das Geheimnis noch größer zu machen, enthält das Osirion keine ägyptischen Hieroglyphen, Kunstwerke oder Artefakte. Dieses Fehlen von Dekorationen, die bei altägyptischen Bauwerken selten vorkommen, lässt Forscher über den wahren Zweck und Ursprung dieser Stätte rätseln. Das Osirion bleibt ein tiefes Rätsel, das zu Spekulationen und Debatten über die verborgenen Fähigkeiten der antiken Welt einlädt. Es gibt nichts, was das Osirion direkt mit den alten Ägyptern verbindet. Im Laufe der Geschichte Ägyptens wurden Tempel und Denkmäler häufig renoviert, wobei bei jeder Renovierung neue Kunstwerke und Hieroglyphen hinzugefügt wurden. Allerdings fehlen dem Osirion solche Ergänzungen, was es zu einer einzigartigen Anomalie macht. Seine unterirdische Gestaltung ist für die ägyptische Tempelarchitektur besonders ungewöhnlich.
Einige Experten vermuten, dass das Osirion viel älter sein könnte als die umliegenden Strukturen und möglicherweise älter als die Sand- und Erdschichten, die sich über Jahrtausende angesammelt haben. Für noch mehr Faszination sorgen die Muster der Wassererosion im Kalksteingehege, das das Gelände umgibt. Einige Forscher argumentieren, dass sich diese Muster nur gebildet haben könnten, wenn die Struktur vor dem Ende der letzten Eiszeit errichtet worden wäre, als das Klima in der Region deutlich feuchter war. Diese Hypothese legt nahe, dass das Osirion ein Überbleibsel aus der Zeit vor den Pharaonen sein könnte, was auf die Möglichkeit einer fortgeschrittenen Zivilisation im alten Ägypten hinweist. Die Vorstellung, dass das Osirion Jahrtausende älter sein könnte als andere altägyptische Denkmäler, verleiht dieser rätselhaften Stätte eine faszinierende, geheimnisvolle Note. Es stellt unser Verständnis der Geschichte in Frage und lädt uns ein, unser Wissen über die Ursprünge der Zivilisation in Ägypten zu überdenken. Einer der interessantesten Aspekte des Osirion ist seine unterirdische Beschaffenheit und die ständige Anwesenheit von Wasser. Mithilfe moderner seismischer Technologie haben Forscher herausgefunden, dass sich die Struktur mindestens 15 Meter unter dem aktuellen Bodenniveau erstreckt. Dies deutet darauf hin, dass das, was wir heute sehen, nur die Spitze eines viel größeren Bauwerks ist. Seismische Tests haben auch auf das Vorhandensein von Hohlkammern in der Tiefe hingewiesen, was auf verborgene Geheimnisse hindeutet, die darauf warten, entdeckt zu werden. Die Aussicht auf das, was sich in diesen unterirdischen Kammern befindet, ist aufregend. Allerdings sind Archäologen durch das Wasser, das diese Tiefen ständig füllt, eingeschränkt, was eine Entwässerung unmöglich macht. Das Osirion verfügt über ein kompliziertes hydraulisches System mit einem Netzwerk aus Kanälen, Teichen und möglicherweise Böschungen, das den Wasserfluss innerhalb des Komplexes steuern soll. Die Präzision dieses Entwurfs zeigt ein fortgeschrittenes Verständnis des Wasserbaus, einschließlich der Wasserströmungsdynamik und des Druckmanagements. Nummer 6. Archäologen haben in letzter Zeit zahlreiche Fragen aufgeworfen. Wenn die Pyramiden Gräber sind, warum gibt es dann keine Gräber in ihnen? Wie zeigt die Sphinx, die sich mitten in einer trockenen Wüste befindet, die durch Wasser verursachte Erosion? Woher kommen die Spuren antiker Schiffe, die in der Nähe der Cheops-Pyramide entdeckt wurden? Und was noch faszinierender ist, welchen Einfluss hatten moderne Technologien auf die Zeit der Pharaonen? Diese Fragen veranlassen uns zum Nachdenken über die Notwendigkeit, mehr über die ägyptische Zivilisation zu erfahren, da sie die Geschichte der Menschheit völlig neu formulieren könnte. Wir befinden uns jetzt im Gizeh-Tal, einem Vorort von Kairo, in der Nähe der berühmten Pyramiden von Gizeh. Der Fernsehsender National Geographic begann mit der Live-Übertragung der aufregenden Operation zur Erkundung eines geheimen Tunnels in der Großen Pyramide, auch bekannt als Cheops-Pyramide. Der Eingang zu diesem Tunnel wurde vor 10 Jahren entdeckt, doch damals fehlten den Forschern die notwendigen Techniken, um ihn zu erkunden. Jetzt wurde die Aufgabe einem Roboter anvertraut, der vom deutschen Wissenschaftler Rudolf Gantenbrink entwickelt wurde. Dieser Roboter betritt den Tunnel vorsichtig mit einer Kamera, mit der Forscher beobachten können, was im Inneren passiert. Damals glaubte Zahi Hawass, Leiter des Obersten Rates für Altertümer Ägyptens, dass der Tunnel zu Cheops Grab oder einigen seiner Memoiren führen würde, während andere Forscher dachten, sie könnten Statuen oder Schätze finden. Als der Roboter jedoch das Ende des Tunnels erreichte, zeigte er nur ein steiniges Ende, was alle enttäuschte. Es wurde jedoch bald klar, dass dies nicht das wahre Ende war, es war eine weitere Tür in der Mitte des Tunnels. Es schien unmöglich, diese Tür zu öffnen, und der Versuch, ein Geheimnis aufzudecken, wurde zu einer faszinierenden Herausforderung. Die erste Tür führte sie zu einem weiteren Rätsel, so Georgi Nadifev, Leiter der russischen Gesellschaft zur Erforschung der Probleme des Atlantischen Ozeans. Die Erbauer der Pyramide wollten diese Option vorsehen, um zu verhindern, dass jemand im Inneren in die Pyramide eindringt.
Es war nur natürlich, dass sie zusätzliche Schutzbarrieren installieren würden, um den Zugang zum Inneren durch die Tunnel zu verhindern, falls jemand den Eingang um sie herum entdecken würde. Sobald sie drinnen waren, standen sie vor einer weiteren Tür. Dies war notwendig, wenn sich niemand darin befand, und von entscheidender Bedeutung, wenn die Pyramide alte wissenschaftliche Geheimnisse beherbergte, die die Pharaonen mit großer Effizienz bewahren wollten. Die Pharaonen fürchteten Khafre, der tausende von Jahren vor Christus lebte. Der historischen Erzählung zufolge wird angenommen, dass die Bestandteile der berühmtesten ägyptischen Pyramiden darin vergraben waren. Es gibt jedoch keine Inschriften, die diese Geschichte bestätigen. Diese Tatsache widerspricht den Bestattungsritualen und Traditionen des alten Ägypten, da in den Pyramiden keine Mumien gefunden wurden, was darauf hindeutet, dass sie zu einem fernen Zeitpunkt von Dieben oder Eindringlingen geplündert wurden. Wenn es jedoch zu einem solchen Diebstahl kam, dann geschah das schon vor langer Zeit. Im 9. Jahrhundert heuerte Kalif al-Ma'mun, Herrscher von Kairo, Arbeiter an, um auf der Suche nach ägyptischen Schätzen oder Antiquitäten in die Nordwand der großen Pyramide zu bohren. Arabische Historiker der damaligen Zeit glaubten, dass die Pyramiden wichtige wissenschaftliche Geheimnisse enthielten, etwa die Entwicklung neuer Arbeitsgeräte, rostfreie Waffen und Glas, das gefaltet werden konnte, ohne zu zerbrechen. Nachdem er das Loch gebohrt hatte, fand al-Ma'mun jedoch nichts darin, keine Schätze, keine wissenschaftlichen Geheimnisse, nicht einmal nützliche Inschriften. Die entscheidende Frage ist, gab es irgendetwas in der großen Pyramide, und wenn ja, wohin ging der gesamte Inhalt? Einige Historiker vermuten, dass sie Jahre nach Khufus Tod gestohlen wurde, obwohl dies fast unmöglich erscheint, da die große Pyramide von diesem Zeitpunkt an bis zum Überfall von al-Ma'mun nicht durchbrochen worden war. In seinem Buch Fingerprints of the Gods weist der Filmregisseur und Autor Graham Hancock auf interessante Fakten hin, unter anderem darauf, dass al-Ma'mun, als er durch die Pyramide ging, sie völlig leer vorfand. Es gab nichts als Wände ohne Inschriften und einen mit Sand bedeckten Boden. Diese Erkenntnis ist nicht auf die Cheops-Pyramide beschränkt, sondern gilt für alle Pyramiden. Während der dritten und vierten Pharaonendynastie wurden in den Pyramiden keine Mumien gefunden und es gab keine Hinweise auf königliche Bestattungen. In einigen Fällen wurden keine Särge entdeckt, wie zum Beispiel bei der Meidum-Pyramide. Allerdings wurde in der Pyramide von Saqqne-Sekhmet in Saqqara, die Wissenschaftler 1954 betraten, ein Sarg gefunden. Es ist offensichtlich, dass seit dem Bau der Pyramide niemand mehr dorthin gelangt ist. Obwohl in Schulbüchern behauptet wird, dass es sich bei den Pyramiden um Pharaonengräber handelt, gibt es keine historische Quelle, die dies belegen könnte. Es ist klar, dass der Bau dieser Pyramiden nicht ausschließlich der Bestattung eines einzelnen Pharaos gewidmet war. Bei seinem Bau wurden zahlreiche Maßnahmen durchgeführt und möglicherweise unbekannte Techniken eingesetzt. Diese Errungenschaft beschränkt sich zweifellos nicht nur darauf, ein Mausoleum zu sein, Wissenschaftler untersuchen diesen Aspekt seit fast einem Jahrhundert. Es ist logisch, die Vorstellung in Frage zu stellen, dass die Pyramiden lediglich Gräber seien. Wir müssen den Zweck hinter seiner Konstruktion herausfinden. Der russische Archäologe Alexander Fornin bemerkt, dass Wissenschaftler in den Pyramiden keine Gräber oder menschlichen Skelette gefunden hätten, was sie zu einem rätselhaften Rätsel mache. Es gibt eine Hypothese, die darauf hindeutet, dass sie als alte Tempel oder Schulen gedient haben könnten, in die Einzelpersonen eintraten, eine Zeit ihres Lebens verbrachten und mit erworbenem Wissen wieder verließen. Eine andere Idee verbindet die Pyramiden mit der Emission einer mysteriösen Energie, wie der französische Forscher Anthony Buff in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts feststellte. Buff behauptete, dass sich das Feuer im Pyramidengebiet schneller ausbreitete als in anderen Gebieten.